Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Marienverehrer. Heute und heuer fällt der dritte Adventssonntag auf den Fatimatag. In Maria Vesperbild ist ja der Fatimatag ein ganz großer Tag. Es ist immer der 13. des Monats. Und da haben wir ja die Sonntagsordnung. Und meistens ist es ja ein Werktag und da feiern wir, als ob Sonntag wäre. Das passt jetzt aber ganz wunderbar, dass dieser 13. auf den dritten Advent fällt. Allein schon wegen der Lesung, die wir vorhin gehört haben. Ich möchte mit Ihnen ein bisschen betrachten, wie der 13., der Fatimatag und der heutige Sonntag uns eine gemeinsame Botschaft bringen. Wir haben in der Lesung gehört, löscht den Geist nicht aus, verachtet prophetisches Reden nicht, prüft alles und behaltet das Gute. Das trifft genau auf die Marienerscheinung in Fatima 1917 zu. Löscht den Geist nicht aus, verachtet prophetisches Reden nicht. Was ist da gemeint mit dem Geist auslöschen, was wir nicht tun sollen? Nun, es gibt einfach Menschen, die vom Heiligen Geist besonders erfüllt werden und übernatürliche Erfahrungen machen. Und das sollen wir nicht ablehnen, diesen Geist sollen wir nicht auslöschen und wir sollen dieses prophetische Reden nicht verachten. Da waren nämlich 1917 in Fatima in Portugal drei Hirtenkinder. Und die sind ganz besonders vom Heiligen Geist ergriffen worden und haben übernatürliche Erfahrungen machen dürfen. Sie haben die Mutter Gottes gesehen, die ihnen immer am 13., zwischen dem 13. Mai und dem 13. Oktober erschienen ist. Und sie haben eine Botschaft empfangen, die sie dann in die Welt hinaus verkündet haben. Und diese Botschaft, das nennt man prophetisches Reden, wenn geisterfüllte Menschen Botschaften mitteilen. Nun, wenn wir hören prophetisches Reden, dann denken wir immer an Prophezeien, also etwas für die Zukunft vorauszusagen. Das ist aber nur die halbe Aufgabe eines Propheten. Der Prophet oder prophetisch veranlagte Menschen sehen Unheil kommen, das aber nicht ein Schicksal ist, sondern dass man abwenden kann, wenn man sich bekehrt. Und darum ist das Eigentliche des Propheten, dass er zu Umkehr ruft. Er sagt, kehrt um, ändert euch, sonst kommt Unglück. Und das ist das eigentliche Prophetische. Und das geschah in Fatima auf ganz überdeutliche Weise. Dieser Ruf zur Umkehr. Und Gott hat die Botschaften von Fatima noch bekräftigt durch ein gewaltiges Wunder, das am 13. Oktober passiert ist, das sogenannte Sonnenwunder, das 70.000 Menschen erlebt haben in Fatima, aber auch zum Teil darüber hinaus, auch der Papst in Rom, Pius XII. Löscht den Geist nicht aus. Natürlich gab es dann sofort Widerstand. Die Kinder wurden nicht ernst genommen. Es war damals in Portugal eine antichristliche Regierung am Ruder, der diese Botschaften natürlich ein Dorn im Auge war. Die Kinder wurden sogar verhaftet und ins Gefängnis gesteckt und mit dem Tode bedroht und so weiter. Aber die Wahrheit lässt sich nicht totschlagen. Auch in der Kirche gab es große Skeptiker. Und wie schreibt der Apostel, wie wir gehört haben, prüft alles und behaltet das Gute.
Die Kirche hat kritisch all das geprüft und hat schließlich die Botschaft von Fatima anerkannt. Und alle Päpste sind seither nach Fatima gefahren, von Paul VI. An bis heute. Nun, eine solche Botschaft ist nichts Neues eigentlich, meine Lieben, denn der christliche Glaube ist vollständig verkündet mit Jesus Christus und seinen Aposteln. Es kann nach den Aposteln nichts mehr hinzukommen. Und so sind diese Botschaften bei diesen Erscheinungen auch nichts Neues, sondern im Grunde nichts anderes, als dass vergessene Glaubenswahrheiten wieder ins Bewusstsein gerufen werden. Die prophetisch begabten Menschen haben die Aufgabe, Vergessenes wieder den Menschen ans Herz zu legen. Und da ist gerade jetzt der Advent natürlich ganz, ganz wichtig. Es ist eine Zeit der Umkehr. Wir tun ja gerne den Advent so mit einer rührseligen Stimmung gestalten. Das ist auch nicht schlecht. Das dürfen wir auch. Es darf ja ruhig romantisch sein. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, es ist eine Zeit, wo wir nicht alles beim Alten lassen dürfen, sondern wo wir umkehren. Und darum hat es geheißen in der Lesung, auch ganz im Sinne von Fatima, betet ohne Unterlass. Ohne Unterlass heißt natürlich nicht, dass man Tag und Nacht betet, sondern dass man so eine Haltung des Gebetes hat, dass man Gott zugewandt lebt, dass man Gott nicht auf die Seite stellt. Aber das heißt natürlich auch wörtlich, dass wir beten sollen. Und die Mutter Gottes in Fatima empfiehlt uns ganz besonders den täglichen Rosenkranz. Aber es ist schon wichtig, dass wir jetzt im Advent einfach mal die normalen Gebete beten. Das Morgengebet, das Mittaggebet und das Abendgebet. Dass wir da umkehren und da jetzt wieder neu anfangen, wenn wir das nicht tun. Und wenn wir es schon tun, dass wir dann gescheit beten, nicht oberflächlich, gut beten. Oder zum Beispiel ein Kreuzzeichen bewusst machen. Ich segne, was ich denke, ich segne, was ich rede, ich segne, was ich fühle und tue. Oder wenn wir jetzt aus der Kirche gehen, dann eine bewusste Kniebeuge wieder einmal machen. Sich wirklich klein machen vor dem allmächtigen, großen Gott. Oder dass wir daheim eine schöne Adventfeier heute Nachmittag oder heute Abend machen, wo wir die Kerzen anzünden und miteinander oder alleine eine kleine Meditation machen oder eine Musik, eine adventliche anhören und beten und so weiter. Dass wir die Messe jetzt andächtig mitfeiern. Gerade diejenigen, die jetzt nicht zur Messe gehen konnten, die jetzt vor den Bildschirmen sind und mit uns mitfeiern. Das ist ganz besonders wichtig, dass man nicht nebenzu irgendwas anderes macht. Dauernd in die Küche rennt und umrührt oder irgendwas tut. Oder dass man miteinander irgendwie was bastelt oder irgendwas anderes tut. Jetzt ist Messe, dass man da andächtig mitfeiert. Wir haben auch manche gezeigt, dass sie den Bildschirm schön gestalten, links und rechts sogar eine Kerze aufstellen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die uns zu Jesus Christus hinführen und uns andächtig sein lassen. Ein Stück weit Umkehr. Umkehr ist nicht weiß Gott was, sondern im ganz kleinen alltäglichen sich bessern. Und das dritte Zitat aus der Lesung: Meidet das Böse in jeder Gestalt. Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus, unser Herr, kommt. Das ist auch der Kern der Botschaft von Fatima. Der Himmel. Bereit sein, wenn der Herr uns ins ewige Leben ruft. Der Himmel, das ewige Leben, meine Lieben. Wir Älteren haben vielleicht im Katechismus noch die entscheidende und wichtigste und größte Frage gelernt. Wozu sind wir auf Erden? Wir sind nicht bloß auf Erden, um zu arbeiten oder uns zu vergnügen,
sondern die alles entscheidende Antwort heißt: Wir sind auf Erden, um Gott und die Menschen zu lieben und so in den Himmel zu kommen. Herrlich! Wir sind da, um zu lieben und in den Himmel zu kommen. Wenn man das sich auf der Zunge zergehen lässt, was das bedeutet, wie erhaben das uns macht, wie überlegen das uns macht, über vieles, was uns plagt und ärgert, was eigentlich so unwichtig ist. Es ist die Frage der Lucia, dieses Hirtenkindes an die Mutter Gottes, die auch unsere Frage ist. Werde ich auch in den Himmel kommen? Sagte sie. Und die Mutter Gottes sagte, ja. Dann fragte sie, und Francesco und Jacinta? Ja, sagte die Mutter Gottes. Und dann sagte die Lucia voller Begeisterung, ich bitte uns, in den Himmel mitzunehmen. Meine Lieben, diese kindliche Freude. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wir haben uns die Freude am Himmel irgendwie nehmen lassen. Wir sind so irdisch gesinnt geworden. Und da ist jetzt diese Corona-Zeit eine ganz große Hilfe. Sie zeigt uns, wie vergänglich dieses Leben ist, dass wir wieder den Himmel, das ewige Leben, in den Blick nehmen. Die Kinder sind nicht erschrocken, als die Mutter Gottes ihnen sagte, Jacinta und Franziska werde ich schon bald zu mir holen. Aber du, Lucia, du musst noch länger auf dieser Welt bleiben. Dich brauche ich noch, denn durch dich will ich, dass die Menschen mich kennen und lieben lernen. Und die Lucia ist ja dann fast 100 Jahre alt geworden und erst vor wenigen Jahren verstorben. Und diese beiden anderen sind dann schon 1920 gestorben, und zwar an der spanischen Grippe. Das war eine ganz furchtbare Epidemie. Da sind ungefähr 24 Millionen Menschen in Europa daran gestorben. Wie dankbar müssen wir sein, meine Lieben, dass Corona trotz allem relativ harmlos ist. Damals wurden Millionen einfach hinweggerafft. Und darum, meine Lieben, müssen wir dankbar sein, dass wir so glimpflich davonkommen und nicht in eine panische Angst verfallen. Vor allem, wenn wir den Blick zum Himmel richten auf Jesus Christus, dann nimmt das uns auch viel Angst und viel Sorge. Wir sind geborgen im Herrn und unser Leben ist in seiner Hand. Und er bestimmt, nicht der Virus, ob wir in dieser Welt länger oder kürzer sind. Und wenn wir aus dieser Welt scheiden, dann möchten wir und sind wir doch hoffentlich bereit, in die ewige Freude zu gelangen. Dann wird doch alles ein bisschen relativer. Da braucht man keine Panik haben und nicht so angsterfüllt sein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben ein wenig nachgespürt, wie der dritte Advent mit seiner Lesung vor allem so gut zum heutigen Fatima-Tag passt. Löscht den Geist nicht aus, verachtet prophetisches Reden nicht, prüft alles und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Betet ohne Unterlass. Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus, unser Herr, kommt. Amen.